Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich habe mir schon einen grünen Saft gemacht, denn ich bin gerade dabei, meine Vorräte ein bisschen aufzubrauchen, denn wir fahren heute Abend in den Urlaub und ich möchte dich gerne einmal mitnehmen, wie ich minimalistisch packe, auch für einen Worktrip sozusagen, weil ich auch unterwegs arbeiten werde. Und mittlerweile geht das zum Glück relativ stressfrei, würde ich sagen. Also ich habe schon eine lange Liste, an die ich so denken möchte, dass ich sie mitnehme. Aber trotzdem fällt es mir eigentlich ziemlich leicht zu packen mittlerweile, dank Minimalismus. Und ich werde auch schauen, dass ich alle Vorräte aufbrauche, dass unser Kühlschrank leer ist, wenn wir heute Abend fahren. Und nimm mich da ein bisschen mit. Ich zeige dir auch, was ich so an Kleidung einpacke, aber da zeige ich dir nachher mehr. Vielleicht setze ich mich auch gleich noch auf den Balkon. Es ist nämlich super schönes Wetter draußen. Passt auch sehr gut, denn wir machen in Deutschland Urlaub und müssen zum Glück auch gar nicht weit fahren. Ich muss nicht daran denken, was ich alles irgendwie nicht mitnehmen kann, weil wir fliegen zum Beispiel. Wir haben uns ein kleines Haus gemietet, das auch eine Sauna hat und an einem Bauernhof liegt. Und am Meer bin ich schon richtig gespannt. Das hier ist jetzt zum Beispiel so ein richtiges Wohlfühl-Outfit. Ich liebe meine Jeans, die habe ich auch schon länger. Und diese Bluse finde ich wahnsinnig angenehm. Ich werde die auch am Strand zum Beispiel anziehen können. Und generell finde ich auch, kann man Blusen halt auch einfach wahnsinnig vielseitig kombinieren. Das ist jetzt zum Beispiel so ein Look, wo ich sie eben so geöffnet habe. Die ist auch lang hinten. Also da fühlt man sich auch wirklich schön geschützt. Das mag ich immer ganz gerne. Am liebsten würde ich sagen, trage ich sie auch offen. Aber ich habe sie auch gerne so geschlossen. Ich zeige dir das einmal. So, jetzt habe ich die Bluse einmal zugeknöpft und das hier so reingesteckt. Und ich finde, das sieht auch total schön aus. Man kann das dann hier wieder so ein bisschen rauszuppeln und dann hat man eben mit einem Teil super vielseitige Möglichkeiten, wie man das anziehen kann. Und das hier ist jetzt ein etwas lockererer Look. Also wenn ich zum Beispiel zum Strand gehe oder wenn wir irgendwie spazieren gehen und uns die Gegend anschauen, trage ich gerne sowas. Also einfach so eine leichte Leggings, die ist total bequem. Die hat eine ganz, ganz schöne blaue Farbe auch. Und dazu habe ich halt einfach mein Basic T-Shirt an und dann wieder die Hemdbluse. Würde normalerweise auch ein bisschen Schmuck tragen, aber leider habe ich meinen Schmuck zu Hause, also in meiner Heimat, vergessen. Dazu könnte ich auch zum Beispiel so einen Beutel tragen. Da passt dann nämlich auch ein bisschen mehr rein und ich finde, das passt auch sehr gut zum Look. Eine Option, die ich auch sehr mag, mit derselben Hose, ist die, dass ich einfach ein weiteres T-Shirt habe. Normalerweise halt auch mit Kette. Dann mit meinen Sneakern das Ganze trage. Ich mag das total gern, dass das T-Shirt auch ein bisschen länger ist. Es hat so eine gute Länge. Dann fühle ich mich so ganz gut bedeckt. Oder dass jetzt alles bedeckt ist. Und die Tasche kann man ja auch so crossover tragen. Und das ist dann ein sehr gemütlicher Look, den ich ganz vielfältig anziehen kann. Und ich finde, da sieht man echt super gut, wie vielseitig Basics sind, besonders wenn man halt im Urlaub ist, dass man einfach immer dann was anzuziehen hat. Aber ich finde, ich könnte jetzt hiermit, würde ich auch ins Restaurant zum Beispiel gehen. Ich könnte hiermit wandern, spazieren gehen, zum Strand gehen. Also hätte ich ganz, ganz viel Auswahl. Und es ist auch noch bequem. Das ist mir immer ganz, ganz wichtig. Und das hier ist jetzt der letzte Look. Ich habe hier eine Leinenhose an. Die ist wahnsinnig angenehm, super bequem, genauso wie das T-Shirt. Ich finde die Hose richtig, richtig schön. Die kann man halt auch zu so vielen Anlässen tragen. Und man kann sie eben auch so up- und down-dressen. Also man kann dazu, man könnte sogar zu der Hose, finde ich, ein bisschen elegantere Schuhe tragen, wenn man wollte. Aber ich habe jetzt eben meine Flipflops angezogen. Und dazu passen ja dann auch meine Sneaker. Ja, super, super bequem. Die sitzt eigentlich ein bisschen tiefer. Aber man kann sie auch
höher binden. Finde ich auch nochmal ganz schön, dann hat man mehr Optionen. Ich werde auch echt oft gefragt nach nachhaltigen und fairen Modelabels. Und Armed Angels ist da auf jeden Fall eine Marke, die ich sehr empfehlen kann. Besonders auch für Basics, finde ich. Da hat Armed Angels wirklich eine breite Auswahl. Mittlerweile nutzen sie auch nochmal viele andere Farben. Sie verwenden vor allem Biobaumwolle und ganz, ganz viele recycelte Materialien auch und achten da wirklich auf jeden Schritt, setzen auch auf Nachhaltigkeit und Transparenz in ihren Prozessen. Im Sommer trage ich besonders gerne luftige, lange Hosen, die ich vor allem abends oder auch an etwas kühleren Tagen gut tragen kann. Leinhosen sind aber auch sehr gut geeignet, wenn es warm ist, weil das Material super leicht und luftdurchlässig ist, sodass es auch im Sommer eine kühlende Eigenschaft hat. Armed Angels achtet dabei auch darauf, dass die Fasern in Europa geerntet und gesponnen werden. Wenn du bei Armed Angels gern mal stöbern möchtest, bekommst du mit meinem Code einfachleichter15 nochmal 15% bei deiner Bestellung. Hier habe ich jetzt bisher gepackt. Da kommt eigentlich nur noch meine Technik mit dazu. Das zeige ich dir dann am Ende nochmal. Aber ich benutze es gerade alles noch. Ich weiß, dass es jetzt nicht wahnsinnig minimalistisch ist, aber ich werde halt auch 2 Wochen wegfahren. Da machen wir ein Produktshooting. Vielleicht zeige ich dir das nochmal. Ich werde ganz normal arbeiten am Laptop mit Kameras. Ich werde Videos machen. Ich möchte Sport machen, auch mit meiner Yogamatte. Genau, deshalb habe ich eben auch ein bisschen mehr eingepackt. Mein Freund tatsächlich ist ganz, ganz minimalistisch. Der nutzt das jetzt als Digital Detox. Und dann nimmt weder Handy mit noch Computer. Und ich glaube, irgendwie echt nur Klamotten, ein paar und ein Buch. Und der chillt jetzt auch gerade, während ich packe. Also da sieht man, wie Minimalismus noch weitergehen kann. Ich mache das auch gerne so, dass ich einmal alle Sachen packe und dann schaue ich, was ich noch eliminieren kann. Dann habe ich ein Pyjama-Set und ein Sportset. Als Oberteil verwende ich immer ein dreckiges, normales T-Shirt dann. Und Sport mache ich sowieso eigentlich immer barfuß. Dann habe ich ein Kleid mit. Das kann ich eben auch mit einem Pullover sonst noch anziehen. Dann habe ich ein Crop Top. Eine Leggings, die ich dir vorhin gezeigt habe. Die kann man halt auch mega vielseitig verwenden, weil in der kann ich chillen, in der kann ich notfalls auch mal Yoga machen, in der kann ich wandern, klettern. Das ist wirklich ziemlich praktisch. Dann habe ich meine Leinenhose. Basic weißes T-Shirt. Basic braunes T-Shirt, das ist ein bisschen enger. Und dann habe ich das Tanktop, was ich jetzt anhabe. Das habe ich auch nochmal in grün. Und ein Langarm-Shirt. Man sieht also, ich habe wirklich nur Basics jetzt mit, weil ich das einfach praktisch finde im Urlaub. Weil ich dann einfach alles miteinander kombinieren kann. Und dann muss ich mir nicht so viel Gedanken machen. Genau, dann habe ich noch ein Bikini mit und einen Badeanzug. Natürlich Unterwäsche. Wenn ich mal eine Gelegenheit habe zu waschen, werde ich auch mal waschen. Das heißt, ich nehme jetzt zum Beispiel nicht 10 Paar Socken mit oder so, sondern ich bin ja auch mal barfuß unterwegs. Hier sind so meine Toiletries. Also hier habe ich meine Schminke drin und hier habe ich den Rest drin. Da reduziere ich mich immer auf das Allernötigste. Also ich habe irgendwie eine Creme mit. Ich habe zum Beispiel auch mein Parfum auch abgefüllt. Das finde ich immer sehr praktisch. Und dann nehme ich immer eine kleine Tasche mit. Die hier kann ich halt auch wirklich zu allem anziehen. Und dann nehme ich auch gerne immer nochmal einen Stoffbeutel mit, weil ich da einfach viel reintun kann. Das wandert dann in meine Tasche. Und an Schuhen nehme ich einmal Flipflops mit und meine Sneaker. So, ich koche jetzt gerade nochmal die Kartoffeln und das ist jetzt noch das Gemüse, was ich jetzt auch nochmal verkoche. Und jetzt, wo der Kühlschrank fast leer ist, nutze ich auch nochmal schnell die Gelegenheit und wische da einmal durch. Die Zucchini habe ich noch gefunden, die tue ich jetzt einmal in den Ofen. Das
kommt hier rein. Mein Freund hat sich noch Brokkoli gewünscht. Und wir essen hin und wieder auch so Ersatzfleischgeschichten. Das brate ich und das kommt in den Ofen. Das snacken wir. Und dann haben wir noch die Kartoffeln dazu. Und das essen wir dann mit so einer Sahnesoße. So, ich bin jetzt fertig. Ich filme gerade mal von meinem Handy. Das ziehe ich gleich an. Und das nehme ich jetzt mit. Ich setze mich jetzt noch einen Moment auf den Balkon. Und dann geht's los. Guten Morgen von mir und dieser wunderschönen Natur. Schau mal, hier ist sogar ein Gemüsegarten. Und da vorne ist unser Haus. Und dann wohnen hier, glaube ich, auch viele Menschen. Und hier ist dann auch mal eine Kuhwiese. Und heute ist es ein bisschen bedeckt, aber es sah gestern Abend auch richtig schön aus hier. Wir sind gestern hier im Urlaub angekommen und ich merke einfach richtig doll, wie schön es ist, einfach mal rauszukommen und wie unabhängig das auch sein muss von einem Urlaub, der jetzt weiter weg ist. Manchmal braucht man, glaube ich, einfach nur mal Abwechslung und mal eine andere Kulisse. Und wir als Hamburger in der Großstadt haben natürlich auch einfach öfter mal Lust, einfach mal rauszukommen und mehr Natur zu sehen. Und wir haben jetzt hier echt richtig Glück gehabt mit unserem kleinen Ferienhaus. Es ist ganz modern eingerichtet. Man ist hier sofort mitten in der Natur. Es ist wirklich traumhaft. Wir sind auch direkt am Wasser. Also wir gehen echt nur ein paar Schritte ans Meer. Und das ist schon einfach wirklich wunderschön. Und trotzdem, wir sind ja zu viert, finde ich, ist es eigentlich ziemlich günstig. Wir sind hier eine knappe Woche und bezahlen, glaube ich, jeder 180 Euro, meine ich. Wir haben sogar eine Sauna hier. Ich glaube, manchmal lohnt es sich schon auch einfach in Deutschland zu schauen, nach einem schönen Urlaubsort. Es gibt so viele Ecken, die man noch nicht entdeckt hat, ohne dass man sich jetzt immer gleich ins Flugzeug setzen muss, um ja, zum nächsten Urlaubsort zu fahren. Ich mag mir das nicht verbieten. Also ich freue mich auch total auf meinen Urlaub bald wieder auf Mallorca, weil ich auch diese Insel irgendwie richtig liebe und ich fand es total schön letztes Jahr. Aber zum Beispiel diese Woche sind wir halt in Kappeln und nächste Woche machen wir um Kiel herum Urlaub und wir wollen dann Fahrradtouren machen und wandern gehen und ja, die Gegend sozusagen einfach mal so erkunden, wie als wenn man eben Urlaub hat und nicht arbeitet. Ich beende jetzt an dieser Stelle schon mal den Vlog. Ich schaue mal, was wir heute so machen. Ich will nicht die Kamera so oft mitnehmen, aber ich werde bestimmt noch mal ein paar Snippets filmen. Bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.